Buchstaben und Ampelfarben. Der Nutri-Score soll uns helfen, gesünder einzukaufen und besser zu essen. So schreibt es das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft auf seiner Website. Klingt also eigentlich relativ einfach. Wird teilweise aber ein bisschen missverstanden oder steht sogar in der Kritik. Wir wollen heute aber mal hinter die Kulissen schauen und schauen, wie funktioniert der Nutri-Score. Ich stehe jetzt hier mit meinem Kollegen Valentin Merkel. Er ist Abteilungsleiter der Abteilung RAL-Logolizenz. Diese Abteilung ist unter anderem als Regulator für den Nutri-Score zuständig. Und darum geht es ja auch heute. Herr Merkel, hallo. Hallo. Wir haben hier mal ein paar Produkte zusammengesucht, wie das durchaus auch ja viele Fernsehsender machen, viele Ernährungsspezialistinnen und Spezialisten. Wir versuchen heute mal so ein bisschen aufzuklären, wie funktioniert der Nutri-Score überhaupt. Wir haben hier zum Beispiel ein Produkt, wo ich nicht zwingend ein A vermutet hätte. Und wir haben hier ein paar Nüsse mit dem Nutri-Score D. Ich persönlich und vielleicht auch der ein oder andere würde das genau andersrum bewerten. Und darum soll es ja heute gehen. Wie kommt das zustande, dass die Ampel mit den Buchstaben genau so da aufgedruckt ist, wie es hier ist? Wie funktioniert der Nutri-Score? Also der Nutri-Score soll in erster Linie Orientierung beim Einkauf bieten. Und es werden günstige und ungünstige Nährstoffe miteinander verrechnet, die dann einer Skala zugeordnet werden, eben dieser bekannten A grün über C gelb bis dann eben E rot, um dann eben die Klassifizierung erkennbar zu machen. Unter den unterschiedlichen Produktgruppen ist ein Vergleich nicht vorgesehen. Also man muss schon in der gleichen Produktgruppe bleiben und dann aber kann ich das Produkt eben anhand der Berechnung des Scores auch miteinander vergleichen, nämlich ob es eben günstigere oder ungünstigere Nährstoffe enthält. Also als günstig eingestuft werden zum Beispiel die Gehalte an Ballaststoffen oder auch Eiweiß, zudem die Gehalte an Obst, Gemüse oder Hülsenfrüchten. Und als ungünstig hingegen gelten zum Beispiel der Energiegehalt als Gesamtes, beziehungsweise der Gehalt an gesättigten Fettsäuren, Salz und Zucker. Wenn ich jetzt weiß, okay, Ballaststoffe sind beispielsweise positiv, Salz oder Zucker sind verständlicherweise negativ, könnten Hersteller auch so ein bisschen hingehen und das schön rechnen? Ja, also ich glaube, man muss in erster Linie auch sagen, dass der Nutri-Score ja von unabhängigen Wissenschaftlern entwickelt wurde und auch stetig weiterentwickelt wird. Und die Wissenschaft den Algorithmus so entwickelt hat, dass eben bestimmte Nährwerte positiv und aber bestimmte Nährwerte dann eben negativ auf den Score einwirken. Und am Ende werden diese saldiert und dann eben ein entsprechender Score dem Produkt, dem fertigen Lebensmittel zugeordnet. Jetzt kann natürlich durch bestimmte Inhaltsstoffe kann ein positiver Nährwert erreicht werden. Es ist allerdings keine wirkliche Schönrechnung oder eine Verbraucherirreführung, weil im Endeffekt das Lebensmittel oder das fertige Produkt eben auch die besseren Nährwerteigenschaften besitzt. Jetzt möchte ich mich als Verbraucherin, Verbraucher natürlich darauf verlassen können, wenn da ein A, B oder C drauf gedruckt ist, dass da die Unternehmen auch keinen Missbrauch mit betreiben. Und da kommen wir von RAL ja ins Spiel, da wir vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die Aufgabe des Regulators in Deutschland für den Nutri-Score übertragen bekommen haben. Warum ist diese Aufgabe so wichtig? Ja, also nur durch eine ordnungsgemäße Verwendung des Nutri-Scores, also zum einen die Berechnung und aber dann eben auch die Verwendung des Logos auf Produkten und dann am Ende eben auch im Handel, kann den Konsumenten und Konsumentinnen eine vertrauensvolle Basis geschaffen werden, dass sie dann auch eine bessere Kaufentscheidung treffen können. Und aus Regulatorsicht muss eine Verbrauchertäuschung natürlich ganz klar vermieden werden. Und RAL als neutraler Kennzeichnungsexperte kann da natürlich über langjährige und wirklich erfolgreiche Expertise zurückgreifen. Jetzt ist Regulator ja nicht so ein super gewöhnlicher Begriff. Was versteckt sich denn noch dahinter? Ja, also neben der Überprüfung der korrekten Anwendung und eben auch Berechnung des Scores hat RAL auch die Funktion als Regulator, Unternehmen zu sanktionieren, wenn es eben zu Falschberechnungen oder aber Falschverwendungen des Logos auf Produkten kommen würde. Zudem berät RAL Unternehmen, die sich für die Nutri-Score-Nutzung registrieren möchten oder interessieren oder selbstverständlich eben auch bereits registrierte Unternehmen, die Fragen rund um das Thema Nutri-Score haben. Okay.
Was kann man Verbraucherinnen und Verbrauchern jetzt mit auf den Weg geben, wenn sie sich so ein bisschen gesünder ernähren wollen, sprich also auch bewusster einkaufen wollen, mit Bezug auf den Nutri-Score? Ja, also ich glaube, Verbraucher und Verbraucherinnen müssen nicht auf bestimmte Lebensmittel verzichten, sondern gerade durch den Nutri-Score haben sie die Möglichkeit, sich für eine bessere Alternative zu entscheiden. Das heißt, innerhalb einer Produktgruppe kann ich ein Produkt mit einem grünen A, eben einem ähnlichen oder vergleichbaren Produkt, dann mit einem beispielsweise gelben C vorziehen. Und was allerdings auch bedeutet, ich sollte mich nicht ausschließlich von Lebensmitteln mit einem grünen A ernähren, sondern zu einer ausgewogenen Ernährung gehört selbstverständlich auch, dass ich unverarbeitete Lebensmittel wie beispielsweise frisches Obst und Gemüse auch hinzufüge. Alles klar, vielen Dank. Achtet ihr beim Einkaufen auf den Nutri-Score? Was gefällt euch an der Kennzeichnung? Was findet ihr vielleicht auch nicht so gut? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir haben ja heute sehr viel darüber gelernt. Ein super spannendes Thema. Mit meinen neuen Erkenntnissen und den Einkäufen hier im Wagen gehe ich jetzt nach Hause und koche mir was Schönes. Bis zum nächsten Mal mit einem neuen Thema. Macht's gut. Tschüss.